Komm her. Einmal Applaus für Sepp. Bitte sehr. Dankeschön, Köln. Mega nice, wie viele Leute hier sind. Grüße gehen raus auch an die Leute ganz, ganz hinten, die immer noch mit dabei sind. Voll stark. Selbst am 11.11. ist nicht so viel auf diesem Scheißplatz hier los. Das ist der Hammer. Das ist echt der Hammer. Einmal ganz großen Applaus für euch alle nochmal. Dankeschön. Mega. Ich bin ja auch seit dem ersten Mal, dass wir hier in Köln demonstriert haben, mit dem Sebo, der hier alles immer mit seiner Crew organisiert hat, auch mal ganz, ganz fetten Applaus hier an die Orga. Ganz viel Respekt, Ehrenorga, hier für dieses ganze Aufbauen, alles drumherum zu planen. Wir haben die ganze Woche nicht geplant. So, so viel dazu. Ich habe mir ein bisschen was vorbereitet. Ich habe ein bisschen was zusammengestrichen. Ich habe 3 Karteikarten und auf diesen 3 Karteikarten steht jeweils eine Überschrift drauf. Und wir fangen an mit dem faulen Kompromiss. Für alle ist klar, dass die Urheberrechtsreform aktualisiert werden muss. Dass halt aktuell das Urheberrecht nicht vernünftig geregelt ist und die Content Creator, die Urheber, die Künstler, egal ob im Internet oder in den Medien, nicht vernünftig geschützt und bezahlt werden. Das ist uns allen klar, dafür sind wir ja auch alle und das wollen sie ja eigentlich erreichen. Aber halt nicht so, wie sie es aktuell planen. Da sind wir nämlich gegen. Denn es ist so schlecht geschrieben, dass halt es alle trifft. Es trifft alle Seiten und es wird sowas von die Freiheit im Internet, Entschuldigung, ich bin ein bisschen aufgeregt, das sind echt viele Leute hier und es ist halt so schlecht geschrieben, dass die Freiheit im Internet so stark beschnitten wird, dass es einfach alle trifft, alle kleinen Internetseiten werden damit platt gemacht und ich würde sagen, damit ist das Ziel der eigentlichen Urheberrechtsreform total verfehlt. Denn man muss als Internetseite folgende Kriterien erfüllen, alle 3. Man muss jünger als 3 Jahre sein, das wird im Internet sehr, sehr schwierig, denn fast jede Internetseite ist älter als 3 Jahre, also ist fast jede Seite betroffen davon. Auch muss man weniger als 10 Millionen Euro Jahresumsatz produzieren und man muss weniger als 5 Millionen Nutzer im Monat haben. Das alles zu erfüllen, das weiß jeder, das kann quasi keine Internetseite bieten und damit ist einfach jede Seite, jede kleine Seite davon betroffen und wird die Upload-Filter einführen müssen, wird sich irgendeinen Rechtsbeistand leisten müssen und das wird so viele Seiten töten und beschneiden. Und warum hat man nicht nur eine Sache davon zwingend gemacht? Also zum Beispiel nur, dass man weniger als 10 Millionen Jahresumsatz hat. Das wird doch so vielen Seiten, die ganzen Foren, die wir vorhin gehört haben, die würden da alle nicht runterfallen, dann würden sich da so viele Leute nicht beschweren. Das würde diese Reform so viel besser machen und ich würde sagen, das ist einfach nur ein fauler Kompromiss, der aktuell da versucht wird durchzudrücken, einfach nur um vor den Wahlen die aktuelle Lage einfach nochmal durchzupushen, um nicht nach den Wahlen das böse Wunder zu erleben, denn wir alle werden wählen gehen im Mai und dann wird das böse Wunder nämlich passieren, nämlich, dass wir alle uns das gemerkt haben, wer hier versucht, Artikel 13 und Konsorten durchzuprügeln. Meine zweite Karte ist keine Antworten. Und das ist ein Thema, was mich in den letzten Tagen und Wochen so hart beschäftigt hat. Denn ich habe versucht, mich zu informieren. Ich möchte Axel Voss zuhören und hören, was er zu sagen hat. Aber er hat eigentlich gar nichts zu sagen. Denn ich habe keine Antworten auf meine Fragen. Rezo und Revi waren vorhin auch hier. Die wollten auch die Frage beantwortet haben. Wie werden die Filter denn technisch umgesetzt? Wie kann man sowas umsetzen? Wie kann man das alles machen? Die Experten sagen, nein, das geht nicht. Hat darauf jemals jemand geantwortet? Nein, man sagt einfach nur, ach, das wird schon irgendwie sich dann implementieren. Auch die kleinen Urheber wie Fotografen, Sonneos Andy, den vielleicht viele kennen, der Cosplay-Fotos macht von ganz vielen Künstlern und die im Internet hochlädt. Ja, wie soll der das denn machen? Soll der jeder Plattform dann eine E-Mail schreiben mit all seinen Fotos, die er jemals gemacht hat und sagen, bitte meldet euch bei mir, wenn ihr davon was hochladet. Ja, da kriege ich bitte Geld. Das funktioniert überhaupt gar nicht. Also das ist an dem kleinen Künstler vorbeigedacht. Das ist nur für die großen Medienverlage gedacht, die dort eine einfachere Position in der Verhandlung bekommen. Und auch die kleinen Internetseiten sind einfach fett am Arsch. Die können sich nicht den Rechtsbeistand leisten, die können sich keine Upload-Filter leisten, die können einfach nichts mehr machen. Zur Not schließen sie einfach vorsichtshalber, weil danach wird man verklagt
Und wenn man, keine Ahnung, vom Karnevalsverein hier in Köln eine Internetseite betreibt, wo man seine Fotos vom Karneval hochladen kann, dann sagt man, okay, dann machen wir die Seite lieber dicht, als dass wir nachher verklagt werden und wir als Verein pleite sind und in Köln kein Karneval mehr stattfindet. Also das Ganze ist einfach eine Beschränkung der Freiheit. Und das finde ich scheiße. Und unser Problem ist nicht, dass wir es nicht verstehen, dass wir uns nicht informieren sollen, sondern dass wir einfach keine Antworten bekommen auf unsere Fragen. Keiner setzt sich richtig damit auseinander. Es sind so viele Leute auf den Straßen, die wirklich besser informiert sind als Herr Axel Voss. Und das kann einfach nicht angehen. Das zeigt auch nochmal an dieser Stelle, was für ein fauler Kompromiss das ist und dass es einfach nur erzwungen ist und versucht wird durchzuboxen. Meine letzte Karte hat die Überschrift Die Rebellion des Internets. Und das sind heute wir hier auf dem Platz und auch die Leute und Internetseiten, die am Donnerstag demonstriert haben. Das habt ihr bestimmt alle mitbekommen. Und auch so Seiten wie Wikipedia protestieren gegen Artikel 13, gegen die Urheberrechtsreform, obwohl sie gar nicht davon betroffen sind. Was heißt denn das? Das heißt, selbst Internetseiten, die gar nicht davon betroffen sind, die wollen das nicht. Also, das kann doch nicht sein. Das erste Mal, seitdem es Wikipedia gibt, war Wikipedia einen Tag lang nicht zu erreichen. Und das gebührt einfach mal all unser Respekt, dass die da mitziehen für unsere Sache. Mega, mega nice. Dankeschön, Wikipedia, für diese geile Aktion. Auch Reddit hat für die Foren protestiert und steht stellvertretend für so viele Foren. Das wurde gerade auch nochmal gesagt. Auch da wird Solidarität gezeigt. Und auch Twitch hat einen Banner reingestellt, denn keiner weiß, wie Livestreaming danach funktioniert. Keiner weiß das. Also, wie wird das umgesetzt? Auch dort fehlen einfach die Antworten für die technische Umsetzung. Da wird einfach gesagt, doch, ja, das wird dann gerichtlich irgendwie entschieden. Das hilft uns aber nicht, denn wir sind live. Das funktioniert nicht. Und im Endeffekt zeigt es das, dass wir hier auf der Straße und auch die Internetseiten im Internet dagegen sind. Also keiner will diese Scheißreform so, wie sie aktuell ist. Jeder will eine Urheberrechtsreform, aber nicht in der aktuellen Art und Weise, wie sie versucht wird, durchzudrücken. Und vielleicht für diejenigen, die noch hinaustragen wollen, Älteren, den Müttern, den Eltern versuchen zu erklären, wofür wir überhaupt auf die Straße gehen. Ich habe das meiner Mama so erklärt. Meine Mama, die ist häufig in einem Strickforum unterwegs, weil die gerne bastelt und strickt. Und dort tauschen die immer Vorlagen, Muster und Tipps zu Strickmustern aus, laden dort Bilder hoch, diskutieren darüber. Teilweise werden auch die Sachen verkauft an andere. Und diese Internetseiten, die werden alle tot. Und dann meinte meine Mama, oh, das ist aber scheiße. Also dann bin ich ja doch auch betroffen, nicht nur diese YouTube-Seiten und sowas. Das wäre ja auch für mich richtig kacke. Mein ganzes Hobby wird wegfallen. Und ich glaube, wenn die Mutter von Axel Voss das wüsste, dass ihre Strickseite bald down ist, dann wird sie ihm an den Löffel aus dem EU-Parlament rausziehen und einfach auf die Straße schmeißen und sagen, boah, Axel, was hast du da für eine Scheiße gebaut? Dankeschön. Dankeschön, Köln. Vielen Dank, Herr